Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Die Zeit der Trauer ist wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Es gibt Tage, da geht es dir richtig gut, das Leben geht weiter, macht sogar Spaß. Und dann plötzlich passiert irgendetwas, das dich emotional komplett abschießt. Ein Lied im Radio, eine nett gemeinte Nachfrage, wie geht's dir denn jetzt? Oder irgendein bedeutsames Datum. Und die wichtigste Regel dabei, es ist okay. Es ist beides okay. Man muss sich das Leben nicht noch zusätzlich schwer machen, indem man sich mit Selbstvorwürfen auseinandersetzt. Weil man traurig ist, obwohl man sich doch vorgenommen hat, tapfer zu sein. Oder fröhlich, obwohl man doch eigentlich trauern müsste. Die Zeiten haben sich geändert. Früher war es klar, da hatte man mindestens ein Jahr lang schwarz zu tragen, sonst wurde man von den Nachbarn böse angeschaut. Heute liest man mitunter sogar in Traueranzeigen, von Trauerkleidung ist abzusehen. Sarah Connor hat ein schönes Lied geschrieben, das Leben ist schön. Darin besingt sie, wie das sein soll, wenn sie denn mal geht. Und sie sagt oder singt, ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen, kein Chor, der Halleluja singt. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem lächelnden Blick und einem Drink in der Hand, ein Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Ist beides nachvollziehbar? Das Trauerjahr mit den schwarzen Klamotten und das, was Sarah Connor singt. Aber es wirkt auf mich beides doch irgendwie wie ein Korsett. Ich meine, man wird doch wohl noch heulen dürfen beim Abschied von einem Menschen, der einem viel bedeutet hat. Und das auch noch nach Jahren, wenn einem plötzlich dieses Bild in die Hände fällt. Und man wird doch wohl lachen dürfen, auch bei einer Beerdigung, wenn man an eine witzige Situation denken muss, die man mit dem Verstorbenen erlebt hat. Man wird sich doch auch schön anziehen dürfen und ausgehen, auch wenn das Trauerjahr gerade erst angefangen hat, einfach weil man das im Moment braucht. Mit einem Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Gerade in der Vergänglichkeit liegt ja auch der Wert. Ich meine, was nicht vergeht, das kann man auch nicht vermissen. Und was man nicht vermisst, das kann man auch nicht wertschätzen. Die blaue Mauritius ist so schweineteuer, weil es weltweit davon nur 15 Stück gibt. Urlaubstage sind so wertvoll, eben weil sie begrenzt sind. Und gerade weil die Kinder so furchtbar schnell groß werden, ist die Zeit mit ihnen so kostbar. In der Vergänglichkeit liegt der Wert. Aber gleichzeitig lässt die Vergänglichkeit unsere Sehnsucht nach Beständigkeit wachsen, nach Ewigkeit. Danach, dass nicht alles wie Sand uns zwischen den Fingern zerrinnt. Und Gottes Antwort auf diese Sehnsucht haben wir eben schon gehört. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Er setzt nochmal ganz neu an. Es geht hier um eine Welt, die wir uns kaum vorstellen können. Sie steht in geheimnisvoller Verbindung mit der Welt, in der wir jetzt leben, aber sie ist doch irgendwie ganz anders. Ich finde das schwer, in Worte zu fassen. Ich stelle mir vor, es geht uns damit wie so einem Kind im Mutterleib. Es spürt, da draußen ist was. Da sind Geräusche und man spürt Bewegungen und Stimmen, aber drin ist alles so warm und schön und der Herzschlag ist beruhigend, der Mutter, und ich habe hier alles, was ich brauche, also was brauche ich, eine andere Welt? Aber dann kommt die Zeit, wo es einfach zu eng wird.
Und das Kind spürt, es ist Zeit. Ich muss meine Welt verlassen. Und es kriegt Angst. Man kann das messen. Der Herzschlag eines Kindes beschleunigt sich unglaublich bei der Geburt. Es hat Angst, es hat Schmerzen. Die Geburt ist ein schwieriges Erlebnis, eine Zumutung. Und dann ist es in einer neuen, viel, viel größeren Welt. Verwirrend und hell. Aber es wird versorgt. Und es kann jetzt Mama und Papa sehen, wo das Kind vorher nur die Stimmen hören konnte. Also so ähnlich stelle ich mir das vor mit dieser neuen Welt. Der Prophet Johannes verwendet andere Bilder. Zu seiner Zeit gab das noch keine Ultraschallaufnahmen aus dem Mutterleib. Und das mit dem Kinderkriegen war damals sowieso eher Frauensache. Er hatte sowieso auch ganz andere Probleme. Die ganze Welt schien ihm zu zerbröseln. Der heilige Tempel in Jerusalem lag in Schutt und Asche, nachdem extremistische Juden den Aufstand gegen Rom geprobt haben. Reichsweit, also im ganzen Römischen Reich, wurden die Christen verfolgt, weil der damalige Kaiser sich als Gott verehren ließ. Der hat überall seine Tempel aufgebaut und von jedem Untertan verlangt, dass er mindestens einmal im Jahr in diesen Tempel geht, eine Prise Weihrauch verbrennt und sagt, der Kaiser ist mein Gott und mein Herr. Und die Christen haben gesagt, können wir nicht, wollen wir nicht. Und sie haben gesagt, Jesus Christus ist unser Gott und Herr. Und damit wurden sie zu Staatsfeinden. Johannes, der ist nicht zu verwechseln übrigens mit dem Verfasser des gleichnamigen Evangeliums, das ist ein anderer Johannes, der kam in die Verbannung auf die Insel Patmos, wo er in einem Bergwerk schuften musste. Und plötzlich spricht Gott zu ihm. Er sendet ihm Nachrichten, er diktiert ihm Sendschreiben an die Gemeinden und er zeigt ihm verstörende Bilder der Zukunft. Das alles hat er niedergeschrieben in der Johannes-Offenbarung, auch als Johannes-Apokalypse bekannt. Das Ding ist schwer zu lesen, weil aus Sicherheitsgründen Johannes diese Schrift in so einer Art Geheimcode verfasst hat. Den kann nur verstehen, wer auch den Rest der Bibel gut kennt, weil es wimmelt darin von Andeutungen und Querverweisen, sodass die Römer damit überhaupt nichts anfangen konnten, wenn sie seine Schriften in die Hände gekriegt hätten. Zum Beispiel diese Sache mit der neuen Welt, das hat schon der Prophet Jesaja geschrieben. Aber mit einem bedeutsamen Unterschied. Bei Jesaja hat Gott ihm sozusagen die Worte in die Feder diktiert, bei Johannes hat er ihm ein Bild gezeigt. Bei Jesaja heißt es, Gott spricht, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und bei Johannes heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Gott macht alles neu. Diese alte Welt ist so kaputt, die ist so verdorben, die ist so von Vergänglichkeit gezeichnet, dass sie nicht mehr repariert werden kann. Und irgendwann hat Gott das Flickwerk satt. Ich meine, diese Schöpfung ist großartig, aber vieles darin passt einfach nicht zu seinem Plan. Er wollte keine Welt, in der die Geschöpfe leiden müssen. Und so schafft er sie neu. Und das Meer ist nicht mehr. Also wenn Johannes an das Meer denkt, dann denkt er nicht an schöne Urlaube, an Relaxen am Strand und Surfen und solche Dinge, die uns vielleicht dazu einfallen. Er denkt an Bedrohung und Schiffbruch und an zahllose Ertrunkene und an Haie und an gefährliche Fabelwesen, die in den Tiefen des Ozeans hausen. Wenn wir so uns umgucken in der Johannes-Offenbarung, da kommt das böse Tier, der Antichrist, der kommt aus dem Meer. Also das Meer ist sozusagen das Reich des Bösen und das alles hat keinen Platz mehr in Gottes neuer Welt.
Und jetzt kommt die Braut. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Jerusalem, das ist mehr als eine Stadt, das ist ein Symbol. Jerusalem ist das, was Rom so gerne wäre, die Bodenstation Gottes auf Erden. Hier stand der Tempel. Hier kam seit Davids Zeiten das Volk zusammen, um die großen Feste zu feiern. Hier hat uns Jesus das Abendmahl geschenkt. Hier ist er gestorben. Hier wurde die Auferstehung erlebt. Hier wurde der Heilige Geist empfangen. Jerusalem. Und bis heute ist diese Stadt auf Erden so bedeutsam, dass sich gleich drei Religionen darum zanken. Judentum, Christentum, Islam. Und wie alles in dieser Welt ist auch das heutige Jerusalem nur ein schwacher Abglanz dessen, was es eigentlich sein sollte. Und so ist das Erste, was in dieser neuen Welt entsteht, das himmlische Jerusalem, also die neue Bodenstation Gottes. Wenn wir weiterlesen in dem 21. Kapitel, da wird es dann beschrieben, wie es aussieht. Es ist mit Edelsteinen geschmückt und mit Gold gepflastert und die Tore sind aus Perlen geschnitten. Es ist eine unglaubliche Pracht. Also ein mächtiges Symbol für die Gegenwart Gottes. Der ist in der neuen Welt nicht mehr verborgen. Er wohnt mitten unter seinem Zelt. Mitten unter seinem Volk, wollte ich sagen. Wörtlich übersetzt heißt es tatsächlich, er zeltet. Also Luther sagt, siehe da die Hütte Gottes, das heißt das Zelt. Siehe da das Zelt Gottes, Gott zeltet unter seinem Volk. So wie damals in der Wüste, als sie miteinander unterwegs waren. Die Nomaden hatten ja keinen festen Standort, deswegen hatten sie ein transportables Heiligtum, die sogenannte Stiftshütte. Es war eben ein tragbares Zelt, in dem Mose Gott begegnet ist und mit ihm alles besprochen hat, was für das Volk wichtig war. Das ist in der neuen Welt auch anders. Da haben wir alle freien Zutritt zu ihm. Da brauchen wir keinen Vermittler mehr. Und jetzt kommt einer der schönsten Verse der ganzen Bibel. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Gott wird abwischen alle Tränen. Der kümmert sich selbst darum. Wir dürfen bei Gott auf dem Schoß sitzen und werden von seinen Armen gehalten und alle Tränen werden von ihm getrocknet. Und von da an wird es keinen Grund mehr für weitere Tränen geben. Keinen Grund. Denn es ist vorbei. Das Leid ist vorbei. Der Tod ist abgeschafft. Die Krankheit ist besiegt. Nie wieder Krebs, nie wieder Demenz, nie wieder Depressionen, kein Rheuma, kein Herzversagen, nicht mal Rückenschmerzen gibt es mehr im neuen Reich Gottes. Er macht alles neu. Und er selbst ist der Mittelpunkt des Ganzen. Auf ihn läuft alles zu. Und darum tun wir gut daran, schon im Hier und Jetzt unseren Glauben zu pflegen, uns innerlich vorzubereiten auf das, was kommen wird. Weil am Ende der Zeiten interessiert es niemanden mehr, wie viel man gearbeitet hat und wie hoch das Einkommen war. Das schöne Haus und das große Grundstück, das vergeht alles mit der alten Welt. Und in der neuen Welt zählen dann ganz andere Dinge, wie viel Raum man der Liebe gegeben hat und welche Rolle Gott gespielt hat und ob sein Wort einen Platz bei uns gefunden hat. Er streckt uns ja schon zu Lebzeiten die Hand entgegen. Wer sie ausschlägt, wer von ihm nichts wissen will, wer sich bewusst gegen ihn entscheidet, der wird auch in der neuen Welt nicht dazu gezwungen werden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Der wird ganz einfach nicht dabei sein. Aber wer seine Hand ergreift, der erfährt schon zu Lebzeiten, dass er ein treuer und verlässlicher Vater ist.
Er führt uns sicher hindurch, durch die Finsternisse dieser Welt. Er legt seinen Arm um uns, wenn wir weinen müssen. Darum ist er selbst in der Gestalt eines Menschen in dieser Welt unter uns gewesen. Das ist eine großartige Idee, finde ich. Ist ja so, kein gesunder Mensch leidet gerne. Da wollen wir am liebsten nichts mit zu tun haben. Und darum fliehen ja auch so viele Freunde und Nachbarn vor Krankheit und Trauer. Da sitzen so manche in ihrem Leid allein. Einfach deswegen, weil die Mitmenschen mit ihrer Sprachlosigkeit nicht fertig werden. Oder weil sie sich vielleicht auch schämen, dass es ihnen selbst so gut geht, dass ihr Ehepartner halt noch am Leben ist und sie glücklich sind damit. Und jede Begegnung mit einem Trauernden erinnert sie unliebsam daran, dass auch die Tage ihrer Ehe und ihres Lebens gezählt sind. Das will doch keiner wissen. Und so geht man lieber nicht hin. Also nicht so bewusst, dass man sich sagt, ich gehe da nicht hin, sondern eher so, na, ich gehe morgen oder vielleicht nächste Woche oder ich warte eine gute Gelegenheit ab. Und so schiebt man es immer mehr und immer weiter vor sich her. Bei Jesus ist das anders. Jesus ist mitten hineingegangen in das Leid dieser Welt. Der ist hingegangen zu den Kranken und zu den Aussätzigen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Der hat geredet mit den Sündern und Zöllnern, wie das immer so schön in der Bibel heißt, mit denen auch keiner was zu tun haben wollte. Und er hat bewusst den Weg des Leidens gewählt. Er hat am Kreuz geblutet und mit seinem Leben für die Zerrissenheit dieser Welt bezahlt. Und das aus einem einzigen Grund, aus Liebe. Aus Liebe zu uns, um uns zu begegnen. Und deswegen lässt er uns auch nicht allein. Darum wird er nicht müde, unsere Tränen zu trocknen und unsere alten Geschichten immer und immer wieder anzuhören. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, von der ich freimütig bekenne, dass ich die schon mehrfach erzählt habe, weil ich die so schön finde. Da war ein Mann, der lag sterbenskrank im Bett und der Pastor wird gerufen und geht zu ihm und sie unterhalten sich und der Mann sagt, ah, ich habe Mühe mit dem Gebet, Herr Pastor. Ich finde einfach nicht die richtigen Worte und ich weiß nicht, wie ich das tun soll und der Pastor gibt ihm folgenden Rat, sagt, machen Sie das nicht so kompliziert. Stellen Sie sich einfach vor, da auf dem Stuhl neben Ihrem Bett, da sitzt Jesus und der hört Ihnen zu. Und dann erzählen Sie ihm einfach alles so, wie es Ihnen ums Herz ist. Denken Sie nicht lange darüber nach, welche Worte Sie wählen, einfach drauf losschnacken. Der Mann will das probieren und als der Pastor ein paar Tage später wieder zu ihm kommt, sagt er, dass ihm dieser Rat doch eine große Hilfe gewesen sei. Schließlich verstirbt der Mann, der Pastor kommt ins Haus, um die Beerdigung vorzubereiten und im Beerdigungsgespräch unterhalten sich so über die Umstände des Todes und die Ehefrau sagt, ja, mein Mann ist ganz friedlich eingeschlafen, aber eins hat uns schon gewundert. Als wir ihn fanden, lag sein Kopf nicht auf dem Kopfkissen, sondern auf dem Stuhl neben dem Bett. Amen.